Trainer hat ja gesagt nach dem Spiel, das ist eine Kopfsache. Wie wollt ihr den Kopf wieder frei bekommen? Ja, ist ganz normal, wenn du eine längere Zeit nicht gewinnst, dass das in den Köpfen der Spielern ist. Ich glaube, Kakao, der ja auch eine lange Bundesliga-Zeit hinter sich hat, der kann das bestätigen. Und da muss man einfach mal einen Sieg erzwingen, vielleicht auch mal durch eine Standardsituation. Und dann ist manchmal der Fußball so, dass es manchmal ganz schnell gehen kann. Plötzlich rutscht man in eine positive Phase rein. Wichtig wird einfach sein, und ich glaube, da ist Manuel Baum der richtige Trainer, dass er einfach den Jungs einen Plan mitgibt und die Jungs den Plan mit Leben füllen. Und gilt es einfach im Training, sich Selbstvertrauen zu holen, auch mit kleinen Dingen, mit kleinen Spielchen einfach wieder ins Fußballspielen zu kommen, dass die Jungs einfach wieder zu ihrer Stärke zurückfinden. Das wird wirklich ganz, ganz wichtig sein. Und dann braucht man einfach dieses eine Spiel, das man gewinnen muss. Und dann hoffen wir natürlich, dass es mit unserem Verein auch wieder bergauf geht. Sascha, macht den Eindruck, als wenn immer wieder viele individuelle Fehler auch passieren. Wie wollt ihr das abstellen? Es ist ganz normal in so einer Phase, wo die Sicherheit fehlt, dass dann auch der ein oder andere individuelle Fehler dazu kommt. Bei uns wird es einfach wichtig sein, dass wir kompakt stehen. Das haben wir gestern ganz gut geschafft. Und dann darf es natürlich nicht zwei Standardtore kriegen. Das ist natürlich der Tod in solchen Situationen. Wir müssen gucken, dass wir vielleicht das ein oder andere Standardtor machen. Gerade wenn wir im Moment in einer Phase drin sind, wo es nicht so läuft, dann können solche Aktionen einfach Spiele entscheiden und dass man in einen positiven Lauf reinkommt. Und wir müssen ganz klar die individuellen Fehler abstellen. Was im Moment unser Problem ist, viele sagen immer, wir haben wahnsinnig viel Qualität. Aber im Moment haben wir viel Potenzial. Aber Qualität ist das, was man im Moment auf den Platz bringt. Und wir haben einfach im Moment zu viele Spieler, die diese Qualität nicht auf den Platz bringen und die im Moment einfach nicht auf ihrem Level spielen. Das ist unser Problem. Wir haben einige Lichtblicke mit jungen Spielern wie Malik Chow oder Can Botzegan, die es im Moment sehr gut machen, die wirklich auch Energie in das Spiel reinbringen. Aber wir brauchen einfach von mehreren Spielern einfach höhere Qualität auf dem Platz, weil dann ist es egal, ob du gegen Dortmund spielst oder vielleicht den einen oder anderen kleineren Gegner. Da gewinnst du einfach die Spiele nicht. Das ist einfach ganz wichtig. Aber hat dieser Kader die Qualität für oder die Mentalität, den Charakter für Abstiegskampf? Wie ich vorher schon gesagt habe, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht immer erwähnt, wie gut wir irgendwie sein können oder wie gut die Spieler vor ein paar Monaten waren. Ja, das meine ich ja. Es ist so, dass wir die letzten Monate nicht erfolgreich sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch täglich betonen, weil, wie gesagt, Qualität ist das, was wir abrufen. Und das rufen wir im Moment nicht ab. Und das ist enttäuschend. Und das Ziel von uns muss es sein, auch vom Trainerteam, dass wir diese Qualität wieder irgendwie rauskitzeln. Und das werden wir mit aller Macht versuchen. Sascha, einfache Frage. Wie wollt ihr zukünftig, ich wollte schon sagen, überhaupt mal ein Tor schießen, aber einfach mal mehr Tore schießen? Ja, ich glaube schon, dass wir mit Manuel Baum da den richtigen Trainer haben, der den Jungs einfach einen Plan gibt, der den Jungs Sicherheit gibt, der vielleicht auch mit einer anderen Ansprache und auch mit vielen Einzelgesprächen auch den Jungs wieder Selbstvertrauen gibt außerhalb des Platzes. Dass wir einfach im Training da einfach mehr machen müssen. Das ist einfach so, wenn man in so Situationen ist, dann muss man mehr arbeiten, dann muss man mehr miteinander sprechen. Und dann muss man einfach versuchen, am Wochenende das auch zu zeigen, was man in der Woche trainiert hat. Es ist ja nicht so, dass wir auch schlecht trainieren. Zurzeit sind die Trainingseinheiten wirklich gut. Die Jungs geben Gas und man hat immer die Hoffnung, dass am Wochenende dann auch vielleicht das so gezeigt wird, wie wir es im Training zeigen. Aber leider können wir, wenn dann am Wochenende der Anpfiff ist, können wir das im Moment noch nicht umsetzen. Und es wird eine Riesenaufgabe sein, dass wir das am Freitag beim Heimspiel gegen Stuttgart dann richtig gut umsetzen können.